Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Peter Seidel, Diabetes- und Gesundheitsberater. Und heute in diesem Video möchte ich dir mal erklären, warum es dir wahrscheinlich nicht am Wissen mangelt, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, sondern dass dein Problem eher an einer anderen Stelle liegt. Und bevor wir loslegen, kannst du am besten noch, falls auch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst, wenn es eben ums Thema Typ 2 Diabetes geht. Und dann legen wir auch schon direkt los. Also, warum ist jetzt dein Problem nicht das Thema Wissen? Es ist doch so, am Wissen kann es doch heutzutage gar nicht mehr scheitern, weil wir können uns doch alles Nötige überall rausziehen. Ja, es gibt doch zu jedem Thema irgendein Buch, irgendein Video, das man sich anschauen kann, irgendein Tutorial, irgendein Kurs, irgendein Programm, irgendwelche Seminare, was auch immer. Am Wissen scheitert es doch nicht. Was dein Problem ist, wenn du schon selber denkst, hey, ich weiß ja eigentlich schon viel, aber ich sehe die Ergebnisse nicht, die ich eigentlich haben sollte, dann ist es einfach die Umsetzung. Du bringst die PS nicht auf die Straße, du kannst dein Wissen nicht sinnvoll in deinen Alltag integrieren. Du weißt nicht, wie du alles, was ich hier drin bereits gefestigt hat, alles, was du weißt, alles, was du glaubst zu wissen zu dem Thema, kannst du einfach nicht in deinen Alltag integrieren. Du kannst es nicht umsetzen. Und das ist dein Problem. Das heißt, die eigentliche Frage, die du dir stellen solltest zu diesem Zeitpunkt, ist nicht, wo kann ich mir noch mehr Wissen aneignen, sondern wer kann mir helfen, mein Wissen, das ich schon habe, ideal in meinen Alltag zu integrieren, damit ich ins Umsetzen komme. Wer kann mir genau diese Dinge sagen, damit es bei mir einen Schalter umlegt und ich endlich mal aufs Gas trete? Das ist das Entscheidende, weil noch mehr Wissen dir anzueignen bringt nichts, wenn du es dann nicht auch umsetzen kannst. Also wer kann dir das geben, was dir kein Video, kein Buch, kein Seminar oder alles, was du sonst noch so aus dem Internet rausziehen kannst, wer kann dir das geben, was dir diese Dinge nicht geben können? Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich mit Leuten im Gespräch bin. Ich erzähle denen was und die sagen mir dann, ja, eigentlich wüsste ich das ja. Ja, das habe ich doch schon mal gehört. Eigentlich weiß ich ja, was zu tun ist. Das Erste ist schon mal, eigentlich wissen sie es nicht. Sie denken, sie wüssten es, ja, ein paar so Dinge, so oberflächlich, aber wenn man da mal so ein bisschen tiefer reingeht, dann fehlt da doch noch Wissen. Aber das Entscheidende ist, alleine schon diese Aussage, eigentlich wüsste ich es ja. Was bringt dir diese Aussage? Was bringt dir das, wenn du eigentlich alles Mögliche weißt, aber du kommst nicht in die Gänge? Also willst du Ergebnisse haben oder willst du einfach nur die Dinge wissen, die zu Ergebnissen führen, aber du erreichst sie einfach nicht? Also such nicht überall nach mehr Wissen und neuen Methoden und was funktioniert bei anderen und was habe ich noch übersehen oder welches Medikament hilft vielleicht, was wirkt bei mir ein bisschen besser, wo kann ich noch irgendwo sowas rausnehmen oder wie kann ich noch ein bisschen was optimieren. Es geht erstmal die Dinge, die du schon weißt, ein paar Basics mal einfach mal vernünftig hinzubekommen und zwar nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern dass das einfach mal zu deiner neuen Normalität wird. Deinen alten Lebensstil umzuwandeln zu einem neuen, besseren, zielführenden Lebensstil und diese Dinge auch halten zu können, dass du Ergebnisse siehst und halten kannst. Das ist doch das Wichtigste, weil das Wissen kommt ja dann automatisch immer mehr dazu, weil du dich selber viel besser kennenlernst, weil du erstmal erfährst, was es bedeutet, Wissen auch umzusetzen, Ergebnisse zu sehen und dann kannst du wieder neu justieren, ja, Stellschrauben wieder ein bisschen nachziehen, wo du merkst, hey, wenn ich das und das umsetze, ach, das funktioniert, das kann ich so weiter beibehalten oder das funktioniert nicht, da muss ich noch ein bisschen nachoptimieren. Dann entsteht ja erst dieses tiefe Verständnis für deine Gesundheit, für deinen Körper, für Dinge, die funktionieren oder nicht. Aber du erlangst kein relevantes Verständnis, dir einfach nur immer mehr Wissen anzueignen, wenn du die Dinge nicht auch mal an dir selber, ich sage jetzt mal, ausprobierst, umsetzt. Und zwar über einen gewissen Zeitraum und nicht für ein paar Tage, dann merkst du, ach, das ist mir alles zu viel, ich lasse es wieder. Das bringt natürlich auch nichts. Okay? Also das ist das Entscheidende. Du brauchst gar nicht so viel Wissen, gerade am Anfang. Du musst einfach nur ein paar Dinge wissen, die wirklich was bringen, die nachgewiesenermaßen funktionieren. Und dann setzt du das einfach mal um. Und nicht am Anfang ganz viel Wissen anhäufen, aber noch nichts davon umgesetzt. Und dann stehst du vor einem Riesenberg an Wissen, so mental, und dann kommst du gar nicht in die Gänge, weil du komplett überfordert bist.
Weil du weißt dann so vieles in sämtlichen Bereichen, was du dir alles so angelesen hast und mal gehört hast und das hast du gesehen und der hat das erzählt, aber der hat wieder das erzählt. Ja, wunderbar. Und wer kennt sich da noch aus? Niemand. Und genau so geht's dir vielleicht gerade. Du denkst, du weißt viel, kommst aber nicht in die Gänge, weil es irgendwie zu viel ist und du weißt gar nichts Konkretes und du hast auch noch nie die Erfahrung gemacht, Dinge mal umzusetzen über einen gewissen Zeitraum und mal zu sehen, was denn überhaupt funktioniert, was denn Sinn macht. Was von diesen ganzen Dingen, die du weißt, wirklich zu dir passen, zu deinem Alltag und nicht nur zu irgendwelcher Person, die das mal ausprobiert hat und Erfolge hatte, was vielleicht bei dir zu keine Erfolge führt, weil du einfach einen ganz anderen Alltag hast, eine ganz andere Krankenvorgeschichte. Also es geht nichts über diese eigenen Erfahrungen, Dinge selber auszuprobieren und zu schauen, klappt das bei mir oder klappt das bei mir nicht. Aber das, diese Erfahrung, die bekommst du nicht durch Wissen, die bekommst du nur durch umgesetztes Wissen. Also wie gesagt, komm ins Umsetzen. Das ist das A und O. Weil Wissen alleine bringt dir nichts. Es ist nun mal so. Es ist zwar schön, viel zu wissen, aber es ist halt noch schöner, dieses Wissen auch umzusetzen. Und wenn man dann halt die Ergebnisse sieht, dann hast du eigentlich gewonnen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, das heißt, du brauchst einfach jemanden, der dir mal ganz klar sagt, mach das und das und das und das, ja, diese klaren Basics und setz das einfach mal um über einen gewissen Zeitraum, der dir dann immer wieder auch so einen kleinen Schubs gibt, ja, wenn du mal wieder denkst, ah, ich kann jetzt nicht oder das ist alles zu viel, es ist nicht so viel. Du musst einfach nur jeden Tag aufs Neue wieder meistern für dich. Und das müssen nicht komplizierte Dinge sein, es sind oft die einfachen Dinge, auf die du aber gar keinen Fokus mehr drauf legst, weil du denkst, das ist so einfach, das kann ja gar nicht die Lösung sein, aber meistens ist es eben genau da. Okay, den Fokus auf die richtigen Dinge ins Umsetzen kommen. Und dabei kann ich dir helfen, weil ich zeige dir eben genau, auf was es ankommt und wie du diese Dinge umsetzt. Und dann siehst du auch Ergebnisse und dann hast du auch Spaß dabei. Dann ist das ein schöner Prozess, den kannst du genießen. Und du merkst auch, es geht voran. Und glaub mir, es ist viel, viel schöner, jemanden an der Seite zu haben, der dir eben genau das liefert. Also nicht nur das Wissen, das du brauchst, sondern auch die nötigen Impulse, wie du dieses Wissen dann auch anwenden kannst. Und gemeinsam kommt man einfach effektiver und schneller ans Ziel, beziehungsweise kommt überhaupt ans Ziel. Weil alleine, vielleicht hast du es aus der Vergangenheit schon gemerkt, man eignet sich Wissen an, aber im Grunde passiert nicht viel. Ja, es geht vielleicht mal ein bisschen besser, dann wird es wieder schlechter, ein bisschen besser, aber im Endeffekt bleibst du immer so auf einer Linie. Es geht nicht vorwärts und das ist schade. Also wenn du Hilfe brauchst, wenn du genau diesen Impuls brauchst, und du es leid bist, ständig nach irgendwelchen Dingen zu suchen, nach Wissen zu suchen, obwohl es eigentlich an einer ganz anderen Stelle bei dir scheitert, eben an der Umsetzung, dann lass uns das einfach gemeinsam machen. Weil ich kann dich pushen, ich kann dich motivieren, ich zeige dir, wie du dein Wissen, gekoppelt mit dem Wissen, was ich dir noch mitgebe, diese PS auf die Straße bringst und dann läuft's einfach bei dir. Das kann ich dir nur anbieten und ich kann es dir nur empfehlen. Und wenn du diese Hilfe brauchst, wenn du dir das einfach mal anhören möchtest, was ich dir zu sagen habe, dann trag dich da gerne mal ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann kann ich dir eben all diese Dinge mal aufzeigen. Ich zeige dir auf, was du schon weißt, was gut ist, was sinnvoll ist. Ich zeige dir auch auf, was du weißt und vielleicht du am besten wieder vergessen kannst, weil es keinen Sinn macht. Und ich zeige dir auch, wie wir das Ganze verbinden können, dass du einfach so diesen Masterplan für dich hast, der auch umsetzbar ist. Und dann kommst du in die Gänge und dann geht's für dich auch voran. Also trag dich mal ein für das Gespräch, würde mich sehr freuen, dann sprechen wir bald schon persönlich miteinander. Und ansonsten hoffe ich einfach, du versuchst dich nicht mehr so auf Wissen zu fokussieren, sondern die Dinge, die du jetzt schon weißt, umzusetzen. Mach Erfahrungen. Schau, wie weit du dadurch kommst mit dem Wissen, das du jetzt schon hast. Schau, was da alles passiert, was es dann noch zu optimieren gibt. Trau dich da einfach ran und versuch nicht, so diese Veränderung immer weiter hinauszuschieben mit dem Vorwand, ich weiß noch nicht genug, ja, dass du jahrelang dir Wissen aneignest und irgendwann hast du es übersehen, du kommst nie in die Gänge und irgendwann ist es zu spät. Dann hat dir dein ganzes Wissen auch nichts gebracht. Fang lieber ein bisschen früher an und weiß noch nicht so viel, aber komm erstmal in die Gänge, weil das andere kommt von ganz alleine mit dazu. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn du eben Hilfe brauchst, schreib mir gerne mal in den Kommentaren oder geh auf unsere Website www.peterseidel.com, schau dir da mal ein bisschen was an und trag dich eben gerne ein für ein Gespräch. Dann können wir da mal persönlich sprechen und ansonsten hoffe ich, du hast wieder was mitnehmen können für dich.
gerne den Kanal abonnieren, falls du es am Anfang noch nicht gemacht hast, und auch natürlich gerne einen Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Und dann freue ich mich schon wieder aufs nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Und bis dahin, wie immer, beste Gesundheit und wir sehen uns. Ciao, mach's gut, dein Peter.